So, willkommen zurück in Argentinien. Wir warten jetzt auf die Wahl. Ich stelle es mal einen Tacken langsamer. Aber ein Wahlergebnis kommt, glaube ich, nicht. Aber irgendeine Rückmeldung erhalten wir, glaube ich. Hier produziert ihr immer noch fein. Ja. So, verbesserte Maschinenwerkzeuge. Das erhöht nochmal den Output um 10%. Fabrikleistung 20%. Wieder 160 Tage. Aufklärer würde ich auch gerne haben. Oder unsere Artillerie verstärken. Doktrinen haben wir auch noch nicht, aber da warten wir, bis wir den Bonus kriegen. Jetzt ist die wahre Frage. Und Unterstützungseinheiten können wir ja noch nicht bauen. Die Armee mit integrieren, weil dann nehmen wir doch die Zwischenkriegsartillerie. Oder Unterstützungswaffen 2. Macht mehr Sinn. Haben wir zwar einen leichten Malus, weil wir voraus sind, aber ist ja gleich 38. Das bringt Durchbruch 5%, Verteidigung 5%, unsere Infanterie. Das bringt gar nichts für unsere Einheiten, außer für die Kavallerie, die ich eh irgendwann auflöse. Oder die Fabriken verstärken. Das ist nicht leicht. 160 Tage. Nein. Wir wollen ja bald in den Krieg. Also verstärken wir die Artillerie. Was macht die Ausbildung? So, die Nationalisten haben gewonnen in Spanien. Wir konnten sie leider nicht unterstützen, weil wir nicht faschistisch sind und keinen Pakt mit denen haben. Das sieht doch gut aus. Erster Schritt erfolgreich. Der Achse. Okay, sie sind der Achse ja noch nicht beigetreten. Machen sie auch nicht immer unbedingt. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Mit der Kapitulation der letzten republikanischen Hochburgen ist der spanische Bürgerkrieg zu Ende gegangen. Die Nationalisten haben den Sieg davongetragen und für Spanien hat eine neue Ära begonnen. Das kriegsgeschundene Land hat durch die Kämpfe viel erlitten. Nun gibt es massiv wieder Aufarbeit zu leisten. Ja, das ist halt die wirkliche Entwicklung gewesen. General Franco hat sich hochgeputscht. Okay. Was ist mit unseren Wahlen? Oder sind die erst Ende des Monats? Ja. 43 die nächsten Wahlen. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen weiter an uns arbeiten. Aber wir kriegen das hin. Wir werden es schaffen. Weltweite Spannung ist jetzt auch schon auf 42%. Wir können gleich regulär, selbst als neutrales Land, hier den Krieg erklären. Rüstungsbemühungen. Jawohl.
Militärfabrik. Holen wir uns jetzt noch eine Militärfabrik? Oder da kriegen wir Doktrin, 50% Forschungsbonus und 5 Armeeerfahrung. Aber ich glaube, wir holen uns endlich die Luftwaffe. Das heißt, hier haben wir 70 Tage und da haben wir nochmal 70 Tage, 140 Tage. Ja, wir investieren jetzt hier 2 Luftstützpunkte und einmal 50% Forschung für Luftdoktrin. Und wir haben freie Militärfabriken. Zack. Wir brauchen Ausrüstung. Ich brauche Kaffee. Ich hätte auch schon längst den Exportfokus ändern können. Auf begrenzte Exporte. Fabrikleistung ist zwar nicht mehr so hoch, aber wir haben selber mehr Ressourcen. Mehr Stahl auch zur Verfügung, 2 mehr. Und am April 38 ist unsere synthetische Raffinerie fertig. Es ist Weihnachten. So, Mengoku hat kapituliert. Nanjing ist gefallen. Japan besetzt. Könnten wir wieder schneller stellen hier. Ja, 45%. Könnten wir ein Ereignis gebrauchen. Ah, die kommunistische Bedrohung. Agustin Pedro Justo möchte uns glauben machen, dass Argentinien sicher und einig ist. Es überrascht nicht, dass solche Lügen den Verstand unseres Volkes vergiftet haben, wenn sich eine Schlange neben der Tür zusammengerollt hat. Man muss nur über unsere unmittelbare Grenze blicken, um Landsleute zu sehen, die sich im Namen des Kommunismus gegenseitig bekämpfen und das Ende der Nation proklamieren. Wie lange wird es dauern, bis sich unsere Nation für tot erklären? Wird die Concordanacia uns vor dieser Bedrohung beschützen? Das Wachstum der faschistischen Bewegung Argentinien ist durch die Nähe der kommunistischen Revolution verstärkt worden. Für viele moderat denkende Leute, die den Faschismus normalerweise als fehlgeleitetes ideologisches Experiment abtun würden, ist dies ebenfalls eine äußerst reale Sorge. Vor die Wahl zwischen den Kommunismus unserer Nachbarn und einem faschistischen Regime gestellt, würde sich allerdings die zweite Option wählen. Sie könnten sogar gewillt sein, es aktiv zu unterstützen. Wir werden die Vorhut gegen die rote Gefahr sein. Veränderung der Beliebtheit hinsichtlich faschistisch. Plus 20%. So, damit haben wir jetzt 60%. Das hätte ich vor der Wahl gebrauchen können. So, was haben wir hier? Geringe Mannstärke. Ja, ich weiß. Aber da können wir momentan noch nichts dran ändern. Das wird sich gleich erst ergeben.
Wer ist denn hier faschistisch? Paraguay, ne? Wir sind neutral. Bolivien ist auch neutral. Peru ist faschistisch, hat nächstes Jahr Wahlen. Bauwesen, 15 für die Luftfahrtbemühungen. Oh, nur noch 1500 Waffen. Dann sind alle unsere Streitkräfte bewaffnet. Ach, die stehen hier schon. Da seht ihr das jetzt. Grundausrüstung 163 Waffen und neue Waffen 737. Eine fehlt noch. Das heißt aber, dass ich diese vier Divisionen ihm jetzt gebe. Die sind schon wieder abgefallen. Außer die Kavallerieeinheit. Die Kavallerieeinheit nehme ich jetzt mal. Nein, die kann ich ja, glaube ich, drin lassen, wenn ich auf Ausbilden gehe. So. Und nochmal. Faschistische Sympathien im Militär. Mehrere hochrangige Soldaten des argentinischen Militärs haben teils offen, teils privat ihre Unterstützung für die faschistische Bewegung in Argentinien zum Ausdruck gebracht. Sie glauben, dass die Concordancia vergessen hat, wie wichtig Waffengewalt für den Zusammenhalt des Landes ist. Und sie ärgern sich immer mehr darüber, dass die Armee von der Regierung wie ein Werkzeug behandelt wird, nicht wie eine der wichtigsten Einrichtungen der Nation. Einige von ihnen gehen gar so weit, die Notwendigkeit einer neuen Regierung anzudeuten. Einer Regierung, die weiß, wie Argentinien die zweite Hälfte des Jahrhunderts zu führen ist. Diese Bündnis mag zwar nicht überwiegend aus Politikern bestehen, aber manche von ihnen haben Positionen im Verteidigungsministerium erlangt. Sollten die Entwicklung fortschreiten, könnte sie genügend politische Macht für ein Staatsreich bekommen. Der Nationalgeist ist wichtiger als die Regierung. Wenn die öffentliche Unterstützung ausreicht, kann ein Staatsstreich durchgeführt werden. Wir haben 80%. So. Was kann ich denn jetzt machen? Mich selber kann ich doch keine Diplomatie machen, ne? Wie können wir denn jetzt... Kommt da noch ein Ereignis? Ich weiß es gar nicht. Im Moment können wir nichts machen. Aber es dauert nicht mehr lange. Das Bauwesen ist abgeschlossen. Sehr schön. So. Da sind sie am Forschen. Da erforschen wir die Unterstützungswaffen. Fertig. Und dann bauen wir hier noch eine Militärfabrik. Und zwar
dorthin. Wie sieht es hier aus? 12 Divisionen. Ah, das bin ich. Huch. Die haben nur 2 Divisionen, kann ich mir gar nicht vorstellen. So, die Luftfahrtbemühungen. 2 Luftstützpunkte hinzugefügt. 50% Forschungsbonus für Luftdoktrin. Und dann machen wir jetzt den Jägerschwerpunkt. Damit wir auch gleich Flugzeuge produzieren können und nicht diesen Schrott, den wir da haben. So. Faschisten verlangen Volksbegehren. Die schnell wachsende argentinische Faschistenbewegung hat niemals behauptet, von ihrer Machtübernahme die Stimmenmehrheit haben zu müssen. Sie verlässt sich darauf, dass sich die ganze Nation unter ihrer Führung vereint, sobald sie erst am Ruder sind. Ihre öffentliche Unterstützung scheint trotzdem schnell gewachsen zu sein. Viele Faschisten beschimpfen Agustin Pedro Justo nun als Heuchler, der behauptet, den Willen des Volkes zu repräsentieren, während er in Wahrheit die Massen ignoriert. Der Ruf nach einem Volksbegehren wurde von Mitgliedern der Concordancia bisher als typischer Versuch abgeschmettert, das System zu stören. Aber zumindest ist eine politische Maßnahme. Wenn wir jetzt nicht handeln, könnten die Faschisten den gewaltsamen Kampf als besseren Weg zur Macht wählen. So, da haben wir jetzt 3 Möglichkeiten. Unterdrücken wir diese verabscheuungswürdige Bewegung? Nein. Schenkt ihnen keinerlei Beachtung? Nein. Wenn das Volk es will, werden wir das Volksbegehren abhalten. Politische Änderung: UNF übernimmt die Regierungsgewalt. Es werden keine öffentlichen Wahlen abgehalten. Nationaler Zusammenhalt: -5%. Faschistische Sturmdivisionen bilden sich. Die politischen und militärischen Zweige des Faschismus waren schon immer eng miteinander verbunden. Parallel zu ihrer wachsenden politischen Bewegung haben faschistische Parteien zum Schutz gegen inländische wie ausländische Bedrohungen mit der Aufstellung paramilitärischer Organisationen begonnen, wobei die inländischen Bedrohungen ihre politischen Gegner sind. Obwohl viele dieser Entwicklungen beunruhigend finden, hat die aufbrandende militärische Raserei unseren Streitkräften mehr freiwillige Rekruten beschert. Die politischen Anführer der Bewegung haben darauf hingewiesen, dass ihre Gegner durchaus Grund haben, sich zu fürchten. Nachdem die Armee auf mehreren Ebenen von derart explizit politischen Elementen durchdrungen wurde, beginnen die Feinde von Argentinien und die Feinde des Faschismus einander zu ähneln. Nur Landesverräter haben etwas zu befürchten. 5% Beliebtheit Faschismus und Nationalgeist erhalten faschistische Angriffsdivisionen, wodurch nationaler Zusammenhalt -5%. Rekrutierbare Bevölkerung 0,20, tägliche Beliebtheit Faschismus plus 0,05 gewährt wird. Faschistischer Staatsstreich. Manche werden sagen, sie hätten es kommen sehen. Heute bekamen jene recht, die vor der Gefahren des Faschismus gewarnt hatten. Aber auch jene, die ihn als Retter von Argentinien angepriesen hatten. Das Militär hat in Pampa die Regierung unter Führung der Concordancia gestürzt und die Macht übernommen. Der Aufenthaltsort von Agustin Pedro Justo ist unbekannt. Gerüchten zufolge soll er ins Exil gegangen sein. Dem Staatsstreich wurde anfangs kaum Widerstand geleistet. Die neue argentinische Führung hat auch nicht vor, größeren Widerstand aufkommen zu lassen. Das Kriegsrecht wurde verhängt und was auch immer danach kommt, wird sich nicht groß davon unterscheiden. Um das Volk vor sich selbst zu schützen, braucht es einen starken Staat. UNF übernimmt die Regierungsgewalt. Es werden keine öffentlichen Wahlen abgehalten. Temporärer Effekt 730 Tage lang. Schreckensherrschaft. Politischer Machtzuwachs plus 10%. So, wir haben eine neue Fahne. Wir sind jetzt das faschistische Argentinien und Nimo de Aquin ist neuer Präsident oder Diktator. Wie mag man es nennen? Wir haben aber nur
63.000 Truppen. Da müssen wir bei. Aber als erstes würde ich sagen, beenden wir diese Folge, um dann in der nächsten Folge unsere Kriegsziele anzugehen. Das soll es gewesen sein für heute. Macht es gut, habt noch einen schönen Tag und ciao, ciao.